Willkommen mal zu einem etwas anderen Video zu Killing Crops. Mal nicht zum regulären Video, sondern ein Video. Mal gucken, was noch so kommt. Und so. Und wir schon sehen, ist hier. Wie viel Geld sie zusammenkriegt, wenn ich mal die Summe sehe, ist das einiges, um ein Spiel zu entwickeln. Man sieht auch, was die noch so vorhaben. Aber wir gehen hier. Roadmap. Dann sehen wir hier so quasi Sachen wie Sandbox-Modus, so quasi hier Abstufungen, ganz Zeug. Manche sagen, es ist auch schon fertig. Aber manche sagen hier, die brauchen noch alles. Nicht angefangen, aber hier das ist zum Beispiel eine Roadmap. Timeline. Mai. Wir waren halt im Mai. Es ist ein bestimmter Mai da, also hier war All Frameworks Bug Fixing. Gehen wir mal hier runter. In die Terminal immer ganz nach unten. Tech Demo Release ist der 9. Juni gewesen. Letzten Jahres. Changelog 1. Pole Vaulting und Modding. Heroes Update. Man sieht hier viel Updates. Sie haben dann auch Namen hier. Animal Update. Performance Community Early Access Release, auch was ganz Schönes. Missions Hotfix, also ich muss das sowieso nochmal wieder vorne dran. Hier etwas längeres, da ist ja schon mehr reingeschrieben, was sie gemacht haben, aber da ist auch noch hier Changelog. Und dann sind wir hier oben. Ups. Hier. Crossland Update, Blend Commitment, also wird die Kraftwirtschaft mit eingefügt. Combine Update, kann sich das durchlesen anhalten. Hello, this is Paul from MasterPrint Bytes. This video will be the first of a series of tutorials meant for all those who want to learn modding for cattle and crops. Today we begin with the 3D program Blender, where you can create your own models for the game. I will give you a rough overview. Okay, kann ich auch dort auch umstellen? For animations or texture editing. Okay, es ist auf Englisch ausgehalten und so, so. Also es gibt für drei Plattformen, immer für Windows, für Apple und für Linux. Und auf welchen Kanälen sie alles verfügbar sind. Generell gucken. Aktuell hat man hier den Glas. Der müsste eigentlich auch, wenn man eigentlich zwei Glasmaschinen mit zwei Glas Arion drin, schwächeren und stärkeren, dann einen Dolz war, dann den MB in drei Abstufungen drinnen. Einen Häcksler drinnen mittlerweile. Okay.
okay, noch keine Angaben, wie viel sie laden können. Vermutlich wird sich das noch ändern und so, aber das habe ich immer schon genutzt. Das haben wir auch genutzt. Das noch nicht. Wollen wir auch mal gucken. Ist auch eine Felix-Session, die bin ich noch nicht drin. Da kann schon drin sein, muss noch nicht. Ich vermute mal, ist noch nicht drin. Hat schon gezeigt. Köckling-Gruppe sind alle drei ja schon vorhanden. Der Pflug ja auch. Glyphos ja auch. Futterlarvang auch. Kunstdüngerstreuer hat man noch nicht. Die genauso wie die zwei Ladewagen und den kleinen. Meistens laden wir auch noch nicht. Warum gibt es den kleinen gegen so großen? Wenn ich mehr Gras mache, beziehungsweise noch relativ klein bin, kleiner Betrieb bin. Und anfangen, Maschinenkriege. Da stelle ich lieber sowas hin. Anstatt sowas, weil sowas kann ich da mieten. Sowas kann ich mir dann noch kaufen und sagen, okay, ich bin nicht abhängig von Mieten. Wenn ich kleine Felder, Flächen habe, vor allem wenn der Helfer damit auch umgehen kann. Dann der Helfer erntet das Feld ab und dann die Ladewagen dazu. Muss ausreichen. Vermutlich ist das nicht alles, weil ich sag mal so, ich bin nicht alles und vor allem muss man sagen, noch ohne, also sie sind doch ohne Publisher ausgekommen. Dafür aber auch nur Alexis. Da sieht man schon mal, welche Marken hier vorhanden sind. Oder kommen noch einige. Also vermutlich ist das schon fertig, nur durch Kommission ausgetauscht. Also kommt noch. Ob man auch sagen muss es. Dass sowas aus Lizenzmarkt vorhanden ist, zeigt das Vertrauen eines Herstellers wie Mercedes-Benz und Klaas aus, dass die Jungs was drauf haben. Nicht hergehen, sagen, ich brauche Lizenzrechte. Sondern sagen, hier, ich will ein Spiel rausbringen, was funktioniert. Und das ist ein großes Vertrauen bei Mercedes-Benz. Gibt es nicht so schnell Lizenzen raus. Von ihrem Logo vor allem nicht und vom Namen her nicht raus. Das dauert immer. Beispiel: Euroleague Simulator, eine halbe Ewigkeit. Bevor man sowas da drin sehen durfte. MN schon hier, aber trotzdem auch andere Marken. Aber da siehst du mal, wie lange sowas braucht, bis so ein Konzern dazu stimmt. Muss auch vorstellen, auch solche, beziehungsweise hier solche zustimmen. Wir könnten auch sagen, nee, ich bin ja schon wovor vertreten, brauche ich nicht mehr. Hier können wir mal gucken. Wenn ich so nach unten scrolle, dann sieht man auch mal hier, was die sich hier auf dem Gleis rum. Wo ich auch sage, hier hast du noch so sehen und dann auf einmal so quasi. Vor allem sind noch gewichtet und die taugen hier nicht auf. Kann noch bieten. Das ist auch mittlerweile auf Steam verfügbar. Man kann immer noch Geld ausgeben dafür. Also man muss nur sagen, manche andere sind schon froh, wenn sie diese Zahl überhaupt erreichen. Insgesamt mit den ganzen anderen Supportings. Early Access Farmen. Ich habe weniger bezahlt. Vor allem, du siehst ja auch hier Supporters, also manche sind dann hier nur bei 8000. Und sind schon froh, wenn sie in die 1000er Bereich reinkommen. Das. Und dieser Preis ist schon einiges. Da musst du auch den Preis angucken. Mittlerweile bin ich günstiger davon gekommen. Ein Jahr Season Pass kostet schlag und träge 11 Euro mehr.
Final-Version, Download-Version, ist ja klar. Da kriegst du immer die aktuellste Version dann. Steve Traktor müsste ich glaube ich auch kriegen, weil ich ja das mit Umschluss habe. Optional, ja. Es sieht man halt, falls was rauskommt. Für den Preis kriegst du auch mal digital, weil Download CC vor 2 Years. Wie es war. Okay, das ist auch hier bei dem Season Pass so ausgeschildert. Ja, du kriegst immer, das ist für 1 Jahr, das ist für 2 Jahre, das hast du auch mehr. Nachteil ist, wenn du nur 2 DLCs kriegst und die günstiger sind, beziehungsweise du ein Jahr nimmst und dann erst im zweiten Jahr viel rauskommt. Only. Hier kannst du deutlich mehr, aber hier ist es begrenzt. Also hier geht nicht mehr so viel. Hier auch dasselbe Season Pass 4 Yard Gold Support. Hochrechnet, so rechnet. Ich weiß nicht, ob es doppelt teurer ist, also was so. Aber 2 Jahre mehr hat. Killing Crops Season Pass for a Freeze. Killing Crops so ein bisschen. Das ist gleich. Gleich. Vierer Bande. Hier mal Early Access Version from Mates and Cobble. Pika's Blend. Hier mal Kettle and Crofts Early Download Version. Hier mal Final Download Version Support. Das ist alles gleich. Friendships Meet and Cobble. Back. Einmal You Name in the Credits, also nicht viermal, und viermal ist die Game optional. Also optional ist eben halt, du kriegst ja hier eine Download-Version mit, wo du alles eingeben musst, oder vier Steam Keys. Ich sehe natürlich, das ist offen sagen, du kannst entweder oder entscheiden. Und hier, das ist wichtig, noch einmal. Inscribed Rebels. Supporter, okay, hier kannst du noch ein bisschen unterstützen. Early Access Limit Sale. Ah, vermutlich das, was man war. Forum. Wie aufgeschlüsselt dann, was damals abgeschlossen worden ist. Das meiste war das und dann kommt der 3-Jahres-Season-Pass. Weniger genommen, aber du musst auch reden, das ist ja. Okay, das musst du noch drauf rechnen. Aber trotzdem deutlich mehr als das, weil ich hab das damals genommen wegen Geldgründen. Du siehst auch hier, was hier geplant ist. Ich zum Ausschauen soll. Da kommt ja noch einiges. Das soll es aber auch jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zuschauen.